Wir können nicht nur erwarten, dass alle die Gelder in den Fußball spülen, aber selber wollen wir nichts dafür tun. Also sehe ich schon auch als dann die Notwendigkeit, dass wir uns natürlich auch öffnen. Aber ich kenne das aus anderen Vereinen. Da kriegt der Trainer halt einen Termin auf den Tisch geknallt und das war's. Und dass ich hier mit einbezogen wurde und dass wir einen Termin so gefunden haben, dass ich sage, so kann ich es integrieren, so kriege ich es hin. Und es ist in der zweiten Vorbereitungswoche und es ist sicherlich ein Termin, der mir dann noch am angenehmsten ist. Wenn wir dann mal dort sind, glaube ich, wird es hochinteressant. Hochinteressant, mal abgesehen vom Reisen, das nehmen wir aber zu diesem Zeitpunkt gerne in Kauf. Aber dort dann in China Fußball zu spielen, freue ich mich schon drauf. Das ist sicherlich was Schönes. Ich hoffe, dass wir auch sonst kulturell noch einiges mitbekommen vom Land, nicht nur von Empfang zu Empfang gezerrt werden. Aber ansonsten begrüße ich das und zeichne aber wieder die Verantwortlichen bei Werder Bremen aus, dass du als Trainer nicht vor in den Tatsachen gestellt wirst, sondern dass wir es eben gemeinsam versuchen, so zu planen, dass es für alle Beteiligten Sinn macht. Ja, das ist relativ klar. Wir wollen uns natürlich auch gewissen Dingen öffnen. Das ist auch eine Erfahrung für uns alle, auch eine Erfahrung für unsere Spieler, auch diese Sachen mal kennenzulernen. Wir können ein paar Euro verdienen, auch wichtig für uns und tun auch den Zielen folgen auch den Zielen der DFL ein bisschen. Und das ist eine Mischung aus allem und es muss halt einfach bei uns reinpassen. Das ist der ganz entscheidende Faktor. Wir haben sicherlich keinen Kader wie manch englischer Verein oder auch wie manch deutscher Verein, wo du solche Dinge zu jedem Zeitpunkt auch immer wegstecken kannst, weil du einfach einen entsprechenden Kader hast. Sondern bei uns muss das eben auch harmonisch sein. Ja. Es muss, wie Robin sagt, es muss in die sportliche Vorbereitung einigermaßen reinpassen. Und da haben wir, glaube ich, einfach mit dieser Reise für alle Beteiligten das Optimale gefunden. Deshalb haben wir uns auch sehr viel Zeit damit gelassen, es dann auch richtig zu machen.